Schalke startet jetzt langsam so eine Siegesserie. Letzte Woche gegen Gladbach 3-1 gewonnen, also jetzt bei uns virtuell. Aber und jetzt haben sie auch 4-0 gegen Ingolstadt gewonnen. Wollen wir mal reinschauen. Die 10. Minute. Es gab die Ecke von Johannes Geistern Dempsey und dann ist der Ball drin. Und es war kein anderer als Joel Matip, der hier einnetzte. 1-0 für die Schalker. Spielminute. Ingolstadt kann auch Fußball spielen. Lukas Hinterseer macht's mal direkt. Ja, da hat Fährmann nicht so schnell reagieren können. Aber dann in der 38. Spielminute. John Obi Hölzers und Nylan pariert einmal und danach hat er nochmal pariert. Die andere Situation konnte man jetzt nur noch nicht sehen. Spielminute dann. Dempsey, 2-0. Jetzt ist der Knoten geplatzt. Dempsey macht endlich das Tor zu Hause im eigenen Stadion. Und das war ein wichtiges Tor für ihn. 72. Spielminute, dann geht's aber los. Dempsey sucht und findet John Obi Hölzers. 3-0. Schalke baut jetzt die Führung weiter aus. Und John Obi Hölzers ebenfalls. Aber dann 90. Minute immer noch. Jetzt dieser Sprint von John Obi Hölzers. Und er macht noch das 4-0. Man of the Match, ganz klar, John Obi Hölzers. Nach diesem tollen Spiel wird man lange nach ihm, aber über ihn reden. Am Ende bleibt es dann beim 4-0 zwischen Schalke und dem FC Ingolstadt. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Zusammenfassung. Tschüss.